Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich jetzt noch nicht die Karte weiter erkundet. Keine Ahnung, ob da irgendwo noch ein paar Schatztruhen zu finden sind, die ich mir holen sollte, weil da irgendwelche Ausrüstungsgegenstände drin sind. Aber ich kann nicht zurück, ich muss doch hier einfach weiterspielen. Das ist sogar die dritte Folge, die ich aufnehme heute. Und ich muss wissen, wie es Estelle geht. Und dann müssen wir Alexei auch noch eins über die Rübe hauen. Ja, wir sind hier für Gerechtigkeit da. Und bevor wir jetzt da reingehen, nochmal eine kurze Sache, da muss ich nämlich schmunzeln. Ich hatte ja gefragt in einer der letzten Folgen, ob denn bei Yuri die veränderte Art Sturmbö und Alambic was bringt. Und ich habe die Antwort gelesen von TTHF, DDGFD, was übrigens ein sehr cooler YouTube-Name ist. Steht bestimmt für irgendwas. Da möchte ich am liebsten direkt mal wissen, für was das steht. Das klingt wie so eine Art Passwort. Da denkt man sich ja immer irgend so einen Satz aus und nimmt dann die Anfangsbuchstaben dieses Satzes als Passwort. Also wofür steht eigentlich TTHF DDGFD? Wollen wir uns die heutige Folge mal damit beschäftigen? Nee, aber erstmal zurück zum Kernpunkt. Da habe ich halt die Antwort gelesen. Na, selbstverständlich bringt Alambic etwas und Sturmbö natürlich auch. Und jetzt der Grund. Steht ja auch da, dass es eine Art verändern kann. Da musste ich etwas schmunzeln und nimm mir das bitte nicht übel. Also das ist eine Sache, wie soll ich es erklären? Da habe ich mich gefühlt, als wenn ich jetzt gerade in der Küche stehe und irgendwie was backen möchte und ich frage meinen Kochpartner, du sag mal, ich habe jetzt hier, soll ich da bei dem Kuchen 5 oder 10 Äpfel reinhauen? Was ist denn da sinnvoller? Bringt mir das was? Bringt mir 10 Äpfel mehr als 5? Und ich kriege als Antwort, na schau doch mal im Buch, da steht doch da, dass du die Äpfel schälen musst. Ja, so ähnlich ist die Begründung gerade. Aber das, wie gesagt, bitte nicht ernst nehmen, ist alles nur sehr spaßig gemeint. Und ich denke, wir können über diese Sachen auch lachen. Aber der Sinn meiner Frage war ja eher, wenn ich frage, bringt mir das was? Dann ist das natürlich gemeint, macht es Sinn, diese veränderte Art Yuri auch wirklich beizubringen, also den Aufwand zu betreiben, das 100-mal auszuüben, weil dann der Schaden größer ist. Ist der Schaden überhaupt größer? Denn als einfaches Beispiel, wir haben doch schon einen Skill uns angeeignet, und zwar Azursturm. Das ist ja bereits eine veränderte Art. Nur ich spiele damit nicht, weil mir persönlich bringt das nichts. Soll euch sagen, ich hätte jetzt nicht gestört, wenn ich diesen Skill, diese veränderte Art nicht erlernt hätte. Hätte ich nichts verpasst. Und wenn das jetzt bei Sturmbö oder Lambic genauso ist, dann bin ich auch nicht sauer, das nicht zu erlernen. Deswegen meine Frage, bringt das was? Wenn ihr mir jetzt reinschreibt, ja doch, Alambic, das ist eine richtig krasse, dicke, fette Attacke, die macht so 200 Mal mehr Schaden pro Treffer, na, dann nehme ich die natürlich rein. Abgesehen davon, dass ich die noch nicht erlernen kann, mir fehlen noch die Skills dafür. Das war die Sinnhaftigkeit meiner Frage. Hui, wäre das auch mal geklärt? Und jetzt nehmen wir auch wieder die Patty mit rein. Denn als Tipp habe ich ebenfalls gelesen, auch von TTHF. Die hat die stärksten Fähigkeiten. Das muss man vorher wissen. Denn wenn das so ist, spielen wir natürlich dauerhaft mit Patty. Das ist doch wohl ganz klar. Weil wir kennen ja sowieso Flun nicht. Den wollte ich noch ausprobieren. Aber wenn sie die stärksten Fähigkeiten hat, oh, dann lass sie mich überraschen. Sollte man mit der vielleicht auch ein bisschen öfter zocken. Naja, okay, das war jetzt ganz, ganz viel Blabla am Anfang. Seid ihr bereit fürs Grande Finale? Was zumindest Alexei und den neuen Entelekea angeht. Ich bin bereit und los geht's. Oh, weitere Räumlichkeiten. Das ist noch gar nicht das Finale. Na, Kopf ab. Die kann ich machen. Er ist ja ein Ritter, darf er nicht. Dann schlagen wir den Kopf ab. Ja, und dann Handstellen anlegen und dann in den Knast sperren. Ja, wir kennen die Ritter, was die als Strafe für richtig halten. Sounds like you've made up your mind. To be honest, I can't believe it even now. No, I think it's really that I don't want to believe it. Fängt er wieder an, sich jetzt ewig entschuldigen zu wollen? Yuri, bitte weitergehen. I looked up to him for so long. I've desperately hoped that this was just some kind of mistake. Okay, das kann man nachvollziehen. Wie ich auch immer zu sagen pflege, die Hoffnung stirbt zuletzt. Tja, und er hat sich daran auch festgehalten. Sorry, but I already know the answer to that. I know. Besides, the way he has treated Lady Estelise can't be explained away as simply a mistake. No objection there. Hey,
Sir Flynn. Sir Flynn. Just call me Flynn. What is it? Sag ruhig Sir zu mir. Flynn, you know what Yuri's done, don't you? You mean what he did to Ragot and Qumor? Was macht denn Carol da gerade? Stellt euch mal vor, Flynn hätte es nicht gewusst und Carol geht einfach so hin zu ihm und sagt, ey, du weißt doch, was Yuri getan hat. Und er so, nee, was denn? Ach, nix. Yeah. Don't worry, I'm not going to arrest Yuri. At least, not right now. Ah, noch nicht. Then you mean you're going to arrest him after you bring Estelle back to the capital? Under Imperial law, the things that Yuri has done are serious crimes. After all, he killed two of the Empire's leading figures out of a personal grudge. Naja, also aus persönlichem Groll, das muss ja auch erstmal bewiesen werden. Serious crimes. A personal grudge? But Yuri was... I know. Yuri certainly didn't do those things for his own sake. But that's how the law works. The corruption in the Empire is entirely irrelevant here. Na, ist doch scheiße. Are you perhaps in doubt? Confused about which way is right? Also er sollte verwirrt sein, aber er quatscht ja immer noch so, als wenn er wüsste, was Recht und Unrecht ist, obwohl er selber gerade in der Misere steckt. Also Flynn ist einer. I don't know. Is what I'm feeling doubt? Or is it... Hey, what are you doing? You're gonna get left behind, you know. Sorry. Und Yuri steht daneben und hört sich das in aller Ruhe an. My, she's scary. Let's go. Ja, blöd, ne? So, und Repeat beißt ihn auch nochmal in den Schenkel. So, was haben wir hier? Wir können hier nicht interagieren, das ist aber hier mega auffällig. Das ist doch nicht einfach nur hier Deko. Das muss irgendwas bedeuten. Vielleicht so Wegweiser oder sowas. Ich gehe weiter nach links, weil hier waren immer die Truhen drin gewesen. Habe ich mir schon gedacht, nach dem Spiel Neustart ist auch der Effekt weg. Unseres heiligen Trankes. Aber davon haben wir noch genug. Ja, und ich befürchte, ich werde bestimmt mit Yuri so spielen wie in den Folgen zuvor auch. Und ein paar von euch, die würden es bestimmt gerne sehen, wenn ich hier ein Bär mehr rumprobiere oder auch mal eine andere Person zocke. Aber ich bin so gerade in der Story drin, dass man ja zum Kämpfen kaum die Zeit hat. Und da spricht es mich einfach mehr an. Also, so wie ich gerade die Kämpfe erlebe, ist mir das ganz recht. Also, ich weiß dann nicht, wie ihr gespielt habt. Aber wahrscheinlich habt ihr auch immer so eine Vorliebe für irgendeinen bestimmten Skill und nutzt den immer weiter, bis ihr irgendwann das noch mehr optimiert habt. Ach, es gibt sogar mehr Etagen. Macht ja auch Sinn. Oben steht ja auch U1. Also, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner so übel. Dass ich mir da so die Kritik anhören muss. Mensch, du nutzt mal was anderes! Aber hab ich doch. Ich hab doch das Destruction Field abgelöst nach Folge 20. Mit hier, wie heißt der Skill? Leuchtender Adler. Nee, Drachenschwarm. Das muss doch reichen. So alle 20 Folgen? Was wir auch mal probieren könnten. Oh, 8000 Gold. Aber ist ja auch nicht mehr so viel. Das wäre mal so eine Kombination aus Überlimit von mir und Überlimit einer anderen Person. Ich glaube, Offscreen habe ich schon mal probiert, aber so der Riesenburner war es jetzt auch nicht. Und kann das sein, dass U2 größer ist? Naja, solange wir einfach durchkommen, ist das okay für mich. Windumhang. Erhöht Windresistenz? Das ist doch kein Zufall. Wir kriegen doch nicht umsonst jetzt hier so einen Windumhang. Weil die Entelekea, die wir gesehen haben, die war auch so in so einer grünen Farbe. Ist bestimmt so ein Windmonster. Tja, sollten wir das ausrüsten, Yuri? Ich weiß nicht. Ach, wir probieren es erstmal ohne. Und dann, falls wir failen sollten, kann man ja immer noch was anderes nehmen. What is this a statue of? Gute Frage, was soll das darstellen? With that kind of shape, I can't tell whether it's supposed to be a human or a monster. Naja, es hat Flügel hinten, ne?
was Engelhaftiges. Und unten als Körper könnte man meinen, es ist so eine Meerjungfrau. Oder es ist der Unterleib von irgendeiner Windgestalt. This is a temple after all. This is probably a statue of whatever deity the temple was dedicated to. Eine Gottheit. You know, it might just be a statue of the Entelechea we saw outside. Hä? Wie kommt man da drauf? Das Ding sah doch völlig anders aus. Das hier ist doch total vermenschlicht. Huh? It couldn't be. I mean, a monster, that is. It's a... But they don't even look alike. Ja, da bin ich auf Carols Seite. No, I think it's possible. The Entelechea have powers beyond those of humans and can speak in our language. It's not strange to think that humans would have worshipped them in ancient times. Na und warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Das müsste doch irgendein Mensch auf der Welt uns mal erzählt haben. Man sieht doch nicht einfach so eine Statue einer Gottheit und kriegt jetzt erst einfach so am Ende des Spiels raus, auch übrigens Entelechea wurden damals angebetet wie Götter. The relationship between the Entelechea and humans might be closer than we thought. Maybe they drifted apart during the long, long passage of time. Eventually leading to the situation we find ourselves ja, in now. Das muss aber very long, long sein. If that's the case, I wonder just how much we've forgotten. Ja, Flynn sagt es. Ich hätte es nicht besser sagen können. I'm sure there are things in this world that should never be forgotten. Ja, wie Eifrits Massenmassaker. Patty? I think that I prefer the distance we have now to the cozy relationship we had back then. Die Lache, sehr schön. Hat mir gefallen. Ein weiterer Speicherpunkt. Naja, so richtig viel erreicht haben wir jetzt nicht. Keinen einzigen Kampf gehabt. Aber wir speichern trotzdem mal ab. Wir müssen einmal komplett im Kreis laufen. Ich meine, wir sind jetzt ganz unten am Punkt der U2-Karte. Aber die Tränke sind echt cool, kannst du nicht meckern. Ich bin auch immer noch der Meinung, die Monster haben auch das Leben hier verdient. Ich meine, die sind schon so arm dran und müssen hier im tiefsten Kerkern leben. Warum sollten die überhaupt hier hausen? Gerade das Monster mit dem Horn. Ein Lotteriegummi. Quilin. Ausrüsten. Sofort ausrüsten. Hier, repeat. Hab was Neues für dich. Da. Oh, ich hab vergessen, noch die andere Waffe auszurüsten. Na, macht da nichts. Mit repeat spiele ich ja eh sehr selten. Und hier ist doch auch irgendein Gigantula-Monster versteckt. In eines der Gänge. Ja, die vermeintlich zu einer Sackgasse führt. Haben wir doch bestimmt irgendein Übermonstrum drin. It's the Royal Guard. That has to mean we're on the right track. Good call, Carol. Estelle's gotta be back there somewhere. You're a captain, aren't you? Can't you tell them to get out of the way? The Royal Guard doesn't obey anyone but the Commandant. Na, das war ja wohl klar. We don't have much time. Let's make this quick. Na, hätten wir nicht vorhin noch die Truhe holen können? Also Yuri, wirklich. Er ist wieder nicht gerannt. Yuri wollte nicht rennen. Warum? Auf zu den Bischofsfrauen. Oh, läuft super. Oh, wir haben sogar einen tödlichen Stoß verursacht. Das lief mal richtig gut. Bin begeistert. Schmelztiegel. Hab ein super Team. Ihr seid echt klasse. Ihr seid die Besten der Besten. Aber nicht für Rita. Ja, irgendeine Formula. Ja, wer hätte es gedacht? Ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Can you open it?
It uses an ancient technology that's barely been studied at all. Ja, jetzt muss erst mal Rita sagen, wie mega kompliziert das ist und man bräuchte eigentlich 1000 Jahre und 50.000 Mitarbeiter, aber Rita versucht es in 2 Minuten. Even I've only seen something like this in books. I couldn't even guess how long a thorough analysis might take. Das ist genauso. Und jetzt ein Bub, einmal berührt, Barriere weg. I'm guessing we can't just force our way through. Locks usually aren't placed on anything that's easily broken into. Yeah, you're right. Wait, how do you think Alexei got through here? Na, ich dachte, Alexei hat das selber gemacht. Also er ist natürlich vorher durchgelaufen und hat dann selber die Barriere errichtet. Hätte ich jetzt gedacht. He probably forced the lock using Estelle's... the power of the child of the full moon. Ach, das Ding war sowieso einfach verschlossen und die sind einfach durchmarschiert wegen Estelle? Which means he made her use her power again. Maybe Estelle's power. Stimmt, was kennt denn eigentlich Flynn über die Kraft von Estelle's? Und wer hat ihr das eigentlich beigebracht damals, ihre heilenden Fähigkeiten? Someone's here. Duke. Ich hab's mir schon gedacht. Weil er ist doch sowieso der, der über alles wacht. Er musste irgendwann hier aufkreuzen, ne? Aber woher wusste er, dass jetzt hier was abgeht? Vielleicht wegen Raven? Oder hat er Estelles Macht gespürt? Der ist ja eher so eine Art Beobachter der Welt, habe ich mal das Gefühl. Und wir sollten genau überlegen, was wir antworten. Alexei's got her somewhere up ahead. I see. So he has made his move. Ist für ihn also nur so eine Schachpartie. Ist ja wie bei Kingdom Hearts. Are you here because of him too? Ich hoffe, er sagt ja. The air cranny in this region has become severely imbalanced. I have come to restrain it. Das ist ein Beobachter tatsächlich. Estelle hat jetzt zu oft ihre Macht benutzt. Dafür kann sie ja nichts. Und jetzt muss er ihn eingreifen und hier mal Tacheles sprechen mit Alexei. By restrain, you mean you actually have a way to do that? To quiet the air crane, the cause of the imbalance must be removed. Der will Estelle töten! Der will Estelle töten! Just come out and say it. You mean kill Estelle. What? That's enough. What is it with blaming all the world's problems on a single girl? An unstable child of the full moon cannot be ignored. Ein instabiles Kind des Vollmonds darf nicht ignoriert werden. Ist denn aber ein stabiles Kind des Vollmondes genau das, was die Welt braucht? You're as hard-headed as Pharaoh. I thought as a human you'd see things differently. Der ist doch kein Mensch. Our common bond as humans is nothing. A single life cannot be privileged over the fate of the world. Naja, da hat er ja eigentlich recht. Yeah, never mind that without a bunch of those single lives, there'd be no world. Listen, she may be a bumbling, sheltered excuse for a princess, but she's one of ours. Na, hoffentlich hat sie das, oder hoffentlich wird sie das niemals hören. Ein verhätschelter Witz. Estelle, hast du gehört? Du bist ein verhätschelter Witz. She's none of your concern, so back off! Do you say that knowing just how great a threat her existence poses? Berechtigte Frage. Also wir wissen es, aber vielleicht wissen wir es nicht wirklich und gehen davon aus, ja komm, irgendwie werden wir es schon schaffen. Aber tatsächlich ist ja die Gefahr, wenn denn alles so stimmt, wie uns berichtet wurde, enorm groß für die Welt. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir Estelle beschützen, könnte wieder dieses große Monstrum aufkreuzen. Und was dann? Einfach bekämpfen? What we know has got nothing to do with it. Our motto is always do what's right. Naja, aber was ist das Richtige? And if that means having to get up close and personal with you, then so be it. Very well. The time has come to show me the resolve that so impressed Pharaoh. This is Dein Nomos. It is the only manner in which the air may be quieted. Was geht denn jetzt ab? Der gibt uns sein Schwert? Und dieses Schwert, Dein Nomos, kann er beruhigen? Warum sollte er das tun? Raise it and calm your mind. The sword will take care of the rest. Aber warum macht das Duke? Ich meine, wir sind ihm doch völlig scheißegal. Der hätte uns rausknipsen können.
Den hätte ich jetzt überhaupt nicht so eingeschätzt, dass der uns jetzt hier irgendwie hilft, bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt. Deinomos. Deinomos. Duke, wait! Deinomos. That's the name of the sword of the Imperial line that's been missing all this time. What are you doing with it? Why does something like that have the power to control the air? Who are you? The answers to those questions are not what you should be seeking now. Go, before you are too late. Soon, you will learn for yourselves the true weight of the burden borne by the Entelekea. Naja, also, was die für eine Last tragen, das wissen wir ja schon. Und noch schwerer? He's a cool guy, but way too moody. If my memory serves me right, we also ran into him in Gasparost. Who? I don't know. I can't even tell if he's a friend or a foe. Ja, er ist Mr. Neutral. Und Yuri weiß auch sofort, wie man es benutzen muss. Und er trifft Carol, weil er im Weg stand. Ja, die Tür ist offen. It opened. Deinomos. Ein von Duke geliehen. Ach, schade, er hat es geliehen. Es ändert je nach Besitzer die Farbe. Die Art des Schneidens ändert sich vielleicht auch. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Die Art des Schneidens kann sich verändern. Vielleicht aber auch nicht. Deinomos, the child of the full moon, the resolve that impressed Pharaoh? Just who the hell is this Duke guy? Well, judging from what he says, it seems he's in contact with Pharaoh. And he has the sword Prince Yoder's been looking for. I don't like this. Yeah, but why would he just lend us something as important as Deinomos? I thought he was stubborn, but maybe he's actually willing to listen to reason. I wouldn't get my hopes up about that. We just have to do what we can for now. Yeah, let's hurry. Also ich find's auch komisch. Für mich ist der Duke immer noch, wie er selber gesagt hat, ein nicht-irdisches Wesen und das ist für mich der Beobachter der Welt. Wie auch immer das sein kann. Nimm ich einfach so als wahr hin, bis irgendjemand was anderes hier uns preisgibt an Informationen. Ich denke auch, der Duke hat so das größte Mysterium. Alles andere wird sich irgendwie noch klären, vom Duke wahrscheinlich auch, aber... Also der macht aber auch aus sich und seiner Person ein Riesengeheimnis. Ich habe zu viele Items, habe ich gerade festgestellt. Ich nehme einfach alles auf, aber ich brauche das gar nicht, weil ich schon genug davon habe. Deinomos. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dieser Name schon mal gefallen ist vorher. Also es wurde bereits schon gesucht von Yoda. Das ist aber zu lange her, kann ich mich wirklich nicht daran erinnern, dass der Knubs dann ein Schwert gesucht hatte. Naja, es würde ja bedeuten, also wenn das mit den kaiserlichen Königinnen oder sonst was zu tun hat, dann muss er doch auch irgendwie von einer bestimmten Blutlinie abstammen, die mit dem Kaiserreich zu tun hatte, oder nicht? Und das Ding ist schwächer. 21 Jahre blondes Haar. Und auch hier ist Alambitsch drauf. Lohnt sich das? Bitte mal reinschreiben. I can't believe this is Deinomos. The proof of Imperial Secession. Oder gehört Duke, rein zufällig, von der Blutlinie betrachtet, zu Estelle? Sind die von einer Familie? Yuri, you can become the Emperor. Naja, wenn das der einzige Beweis ist, den man haben muss. Hier, ich habe das Schwert, ich bin Kaiser, warum denn nicht? This is just for decoration. I wouldn't want to be the Emperor, even if I could. You're so young. Yet you have no ambition. Ja, wir haben keine Ambitionen. Says the little girl playing dress up. The lost proof of imperial succession. When you get down to it,
The loss of that sword was the source of all the fighting over the succession to the throne. Ach, guck mal an, das ist mir gar nicht bewusst. Was Duke really the one who stole it? Hey, hey, give me a break. Don't go saying the Imperial Knights are gonna claim this sword. I know. This isn't the time for that. Duke went around using that sword to control Air Krenay. Dann ist das doch nicht einfach nur ein Symbol für die Thronfolge. Überleg mal, dass das Schwert hat einfach mal die Macht, Air Kren zu kontrollieren. Wer zum Teufel hat das geschmiedet? Oh, so Duke's doing the same thing as the Antilochia. Da kann man dann nicht einfach mehr von diesen Waffen schmieden und dann ist doch alles geritzt? Maybe so. That sword, it produced the same phenomenon as Estelle did. Wie das gleiche Phänomen, aber ich dachte, Estelle ist doch der Verursacher vom Schlechten und die Waffe macht das Gegenteil, das Unterbinden. Wie kann das denn das gleiche Phänomen sein? Verstehe ich nicht. Maybe the Rizomata formula was already worked out once before, but then why was that information lost? Noch, also dafür gibt's ja zigtausend Gründe. Ich meine, warum hatte man von der Statue dort nichts festgestellt? Warum wusste man nicht, dass die Antilochia damals als eventuelle Götter angesehen wurden? Maybe it's related to the cataclysm, like the way that the Blastia was lost. Einfach nicht unsere Zeit, zu lange her. Why did that become an imperial treasure? Ja, und wer hat's geschmiedet? Bitte mal die Frage stellen. There are tons of things we don't know about this sword. But let's wait to figure them out until we've settled things here. Right now, rescuing Estelle is our top priority. Right, let's hurry. Oh, hat sich mal einer die Mühe gemacht und alle Fragen sich aufgeschrieben, wie die Charaktere hier im Spiel selber sich stellen? Und hier ist ein Höhlendurchgang? Also laut Karte kann ich hier lang. Ach, ich kann hier abschießen! Das wusste ich nicht. Naja, aber was bringt mir das jetzt? Also die bleiben für eine bestimmte Zeit aktiviert. Aber was kann ich jetzt machen? Ich kann hier mit dem Loch trotzdem nichts machen. Da oben ist irgendwas. Das sind drei Lampen. Vielleicht heißt die drei, hier ist noch irgendwo eine andere Lampe, die ich aktivieren muss. Hier unten vielleicht? Da ist noch eine. Ne, das sind auch zwei. Wieso habe ich denn das vorhin nicht gleich getestet? Boah, wer weiß, was ich da schon wieder übersehen habe. Aber warum die beiden aktivieren und warum ist hier ein Loch, wo ich nichts machen kann? Ich verstehe das nicht. Ich hätte vielleicht vorher schon irgendwas machen sollen. Vielleicht gab es irgendwo das erste Verbindungsglied, was ich schon vergessen habe auszulösen und dann hätte ich bis hierhin alles weiter aktivieren müssen. Oh, ärgert mich. Ich würde am liebsten jetzt nochmal zurückgehen. Machen wir aber nicht. Wir gehen hier weiter nach oben, aber wir werden mal die zukünftigen... ...Sachen aktivieren. Ein Nixengewand. Ja, ist jetzt nicht so eine ganz starke Verbesserung, aber wir nehmen alles, was wir kriegen können, gerade was umsonst ist. Und hier kann ich auch rein? Vielleicht auch eine Fähigkeit, die ich dann später erst bekommen kann. Habe ich ja auch im Kommentar gelesen, dass gerade bei diesen Felsen oder Büschen es später im Endgame-Bereich Fähigkeiten geben wird, wo es sich lohnt, nochmal zurückzukehren. Also das Spiel bietet, wenn ich mal auf alle Gebiete zurückschaue, sehr viel Content, wo man nochmal, wo es Sinn macht, alles erneut abzugrasen. Ja, wir werden auch diesen Monstern aus dem Weg gehen.
war das, was wir in den letzten Folgen auch gelernt hatten, dass das nehme ich natürlich hier mit. Also die Kämpfe, die haben sich einfach auch nicht gelohnt. Und ich bin so dankbar, dass man hier im Spiel das wirklich frei entscheiden kann, ob man kämpfen möchte oder eben nicht. Wir kriegen Judex. Eine neue Waffe. Schattenzahn hat er ausgerüstet und er wird damit deutlich stärker. Und kann ich überhaupt für Yuri, warte mal, wir haben ja Sentinel, aber haben wir denn die Waffe auch bekommen? Doch hier, dein Nomos. Magischer Angriff? Was ist denn da los? Plus 500. Und Bewegung geht enorm nach oben. Und Verteidigung. Alter. Naja, solange es uns geliehen wurde, nehmen wir es natürlich mit. Ah, das hier sieht schon eher so aus, als könnte da nochmal ein Monster lauern. Oder doch nur eine Schatztruhe, eine weitere? Ne, hier geht's nach oben. Jetzt haben wir aber da... Also hier muss ich dich doch nochmal zurück. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht. Es kann auch sein, dass die Treppe hoch dann auch nur eine Truhe gewesen ist. Weil wenn ja, dann muss ich nochmal zurück. Also wir gehen immer irgendwie zurück, aber kommen trotzdem nach vorne. Nee, hier ist nur ein Trüchen. Aber hat sich gelohnt. Für eine Ausrüstung. Ach, wir haben ja schon mit Rüpanzer. Haben wir schon eingekauft. Aber Flynn hat es bestimmt noch nicht. Doch, hat er auch schon. Das heißt, hat uns nichts gebracht. Nur die Gewissheit, dass wir umsonst Geld ausgegeben haben. Schade. Hätte ich es mal lieber nicht geholt. Der hätte ich jetzt nämlich nie gesehen, dass ich da umsonst gekauft habe. Aber Spiel ist ja gnädig mit den Wegen. Also wir haben jetzt nicht ganz so viele Verästelungen. Oh, das war unbeabsichtigt. Ah, okay, machen wir mal hier kurz einen Prozess. Die machen aber auch gar nicht so viel Schaden, wa? Selbst wenn ich nicht blocke. Und die geben nur 314, das heißt pro Monster 150 Punkte an Erfahrung nur. Das ist echt wenig. Dann lohnen sich die Kämpfe echt nicht. Will ich mal. Wir müssten jetzt 20, 25 mal kämpfen, bis hier Yuri so einen Levelaufstieg bekommt. Mit den gleichen Gegnern. Das lohnt sich nicht. Also da müsste man eigentlich in die Wüste zurückgehen und diese Sterne bekämpfen. Die haben uns doch da so 1000 gegeben, oder? Also wenn man hier Bock hat auf Erfahrungspunkte farmen, dann ist man in der Wüste auf jeden Fall gut bedient. Und wer weiß, ob es da nicht irgendwo nochmal andere Sterne gibt, die noch mehr an Erfahrungspunkte abwerfen. Das heißt, am schlauesten ist es doch sowieso, hier alles sein zu lassen. Bis auf die Items. Also wenn man jetzt reinschreibt, doch, du musst schon ein paar besiegen, weil sonst finden die Items am Schluss. Das muss ich dann natürlich auch wissen. Und wieso kriegt denn hier Kairo schon wieder seine zweite Waffe? Wir haben noch kaum gekämpft. Masakari-Beil. Magischer Angriff geht aber ganz schön zurück. Da er aber alles gelernt hat. Ja, komm, nimm da. Nimm da mit. So, hier unten ist keine weitere Truhe. Das habe ich nicht gewusst. Das Spiel hat so oft unsichtbare Wände und das sind jetzt wirklich Löcher, in die man reinstürzen kann. No. Ja, dann wisst ihr auch, wie man jetzt dahin kommt. Man muss sich jetzt einfach nur merken. Nee, wie willst du das merken? Das Ding ist ja komisch, weil oben, wir waren ja auf einem Gebiet drauf. Und normalerweise müssten ja alle Löcher in genau das gleiche Gebiet, wo wir jetzt reingefallen sind, führen.
Ich habe jetzt für einen kurzen Moment gedacht, das Spiel will, dass ich einfach mal in jedes Loch purzel und ich an dann bestimmten Stellen der unteren Etage rauskomme. Aber kann ja gar nicht sein. Ich muss ja rein theoretisch immer an derselben Stelle runterfallen. Wahrscheinlich muss ich hier gar nicht runterfallen. Ich muss einfach nur aufpassen, dass ich nicht zu nah in Lochnähe komme. Warum muss ich denn die Dinger hier aktivieren? Naja, die erhellen das Gebiet. Und das Ding ist so hoch, wa? Aber ich verstehe es nicht. Warum sollte ich das machen? Muss ich hier alle zum Leuchten bringen? Weil dafür reicht doch die Zeit gar nicht. Man müsste jetzt hier die Zeit stoppen und gucken, ob man alles auf Anhieb anzünden kann. Aber ich glaube, es reicht nicht. Vielleicht kriege ich auch später hier einen Effekt, wo ich eine größere Reichweite habe, dass ich dann hier schon stehen kann. Testen wir mal, warte mal. Wir gucken mal auf die Uhr. Wir haben jetzt 44. Wir machen mal bei 45. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und dann gucken wir, wie viele Sekunden vergehen. Das testen wir jetzt. Ob man da die Zeit hat. So, 45, 1, 2, 3, 4. Ja, bei 5 sind wir ungefähr. Also 45, 5. Und dann kann ich hier hinlaufen. Aber ich muss in der Nähe bleiben, sonst sehe ich nicht, wann das Ding ausgeht. Jetzt schon. Keine 15 Sekunden. Das schaffst du nicht. Du kannst ja nicht in 15 Sekunden hier langlaufen und alles aktivieren. Das kriegst du nicht hin. Ja, keine Ahnung. Habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung, was das jetzt hier für einen Sinn hatte. Aber hier geht schon wieder nach unten. Das sind weitere Hoppelhasen. Aber ich mag die Musik hier unten. Es ist so schön stimmungsvoll, dass man sich so ein bisschen verloren fühlt. Einsam in irgendwelchen düsteren Katakomben. Naja, wie leid sind wir jetzt doch in Endkampfnähe. Aber wenn ich so auf die Karte gucke, oben rechts, also da kriegt man schon wieder Bock auf Atrian Odyssey. Weil ganz rechts sieht man, da müssen noch weitere Wege sein. Da führt es zu einem Secret Boss. Es muss. Da muss irgendwo noch so ein versteckter Pfad sein. Ach, da kriegt man einfach wieder Lust. Naja, sei es drum. Kurz mal abspeichern. Und dann wird es Zeit für die Rettung. Und ich bin noch gespannt, wie Alex Day darauf reagieren wird, dass wir deinen Nomos haben. Stellt 10% der maximalen KP für jeden besiegen. Geh da wieder her, für die aggressiven Kämpfer. Braucht man das? Eher nicht. Denn ich sag mal, die normalen Kämpfe machen ja keine Schwierigkeiten. Das, was dann immer so das Nonplusultra ist, das sind ja die Bosskämpfe. Und was bringt mir da eine 10% Regeneration bei jedem besiegten Gegner? Das bringt nur bei einem Bosskampf was, der ganz oft vielleicht so eine Minions ruft. Dann wäre es eine Überlegung, aber ansonsten nicht zu gebrauchen. Oh. Er hat ihn schon besiegt. Astar. How does it feel to face your last moments in the very temple built to worship you? Tatsächlich. Man hatte ihn wohl doch als so eine Art Gottheit angesehen. Das war sein Platz. Hier wurde er verehrt. Und er lacht.
bis er deinen Nomos durchs Rücken bekommt. Ja, durchs Rücken. Enough! Alexei, please stop this! If you are so eager to free him from his suffering, why not use your healing arts to comfort him? You're utterly powerless. Alone, you are nothing more than a poisonous blight to this world. Aber auch er gibt Hinweise, dass es Estelle auch anders ergehen könnte. Allein bist du nichts als ein giftiger Pesthauch. Aber als stabiler Mensch, zusammen mit anderen Menschen, könntest du die Welt retten, oder was? I'm sure you understand that now. Estelle, are you all right? Lady Estelle's! Estelle! We've come to save you! You again. What stubborn, misguided fools you all are. Yuri, Flynn, all of you! Estelle! We've come to rescue you! You are incapable of saving this princess. I am her only hope for salvation. Größenwahnsinnig ist er. Spare me! The most glorious moment for any tool is when it is finally used. Even the poison of this world can be a blessing if used correctly. And only I can do that. Now, princess, come with me. Without me, I am afraid your power... Alexei! Alexei, stop! Weren't you and Telekea supposed to be masters of this world? Stop it! Let Estelle go! Oh, how disappointing. He's dead. Er ist tatsächlich einfach so gestorben. Wir haben nicht gegen ihn kämpfen müssen, Gott sei Dank. Hätte mir auch sehr leid getan. Naja, ich dachte, man hat jetzt Estelles Kraft benutzt. Oder ist er einfach so gestorben? Smaller than I would have hoped. No matter. It can be used in any number of ways. Alexei! Ah, you've come this far. Now, be baptized in the air your dear princess charged with her own hands. Na, wir haben noch dein Nomos. Los, neutralisieren. No. Please stop this. Take this. What? What are you doing with that sword? What happened to Duke? Der kennt Duke. He gave this to us before he took off. And he didn't seem all that worried about you. What irony. That which I have searched for all these years, that it would arrive at my feet only when I no longer have a need for it. Was soll denn das heißen? Das heißt, dein Plan war es eigentlich, kaiserlicher, weiß ich nicht, Kandidat zu sein, Oberhaupt zu werden, um dann irgendwas anderes bewirken zu können. Jetzt hat er das, was er eigentlich vorhatte, schon geschafft. Was ist denn das, was er vorhatte? Appetier zu erlangen? Hat er sich gehofft, indem er jetzt Kaiser, König oder Kaiser selber werden wird, hätte er leichteren Zugang zu Apatia? Und jetzt braucht er halt das Schwert nicht mehr, oder wie ist das denn zu verstehen? With the child of the full moon, the Apatheia and my knowledge, Deinomos means nothing to me. Oh, diese Fräse. Guckt euch mal das Gesicht an. Widerlich. Talk to yourself a lot, huh? Not a good sign. Now shut up and let Estelle go. Are you certain that is what the princess wants? Estelle! Wo ist Raven überhaupt? Your Highness? Estelle! What's going on? Estelle! I don't know. What are you talking about? As long as I'm with you, I'll only cause you harm. Wie kommen die jetzt da drauf? But I want to be with you. I just don't know what I should do. Estelle, pull yourself together. Forget about that, Estelle. Get over here.
If there's something you're unsure about, we'll work it out together. Yuri. I can't take this. Now, Mr. Yuri Lowell. Such brash behavior does not befit a young lady's escort. Not very gentlemanly of you at all. Sorry for my lack of manners. There aren't many gentlemen where I'm from. That sword is nothing more than an annoyance now. I will rid myself of you here. Yuri! Everyone! Der will noch nicht mal selbst gegen uns kämpfen. Get out of the way! Was ist denn das jetzt? Ist das eine Kruzia? Who's he? Captain Schwan. I thought you always let your knights handle things for you. What's with the change? Captain Schwan, die Schwanbrigade. What is it, Repeat? I suppose there's no fooling the nose of a dog. That voice! Wait! Raven? Huh? The old man? What's going on? This doesn't look like a joke. Das ist eigentlich kein Grund zu lachen, aber... Also das Gesicht, das erkennt man ja auf 1000 Meilen Entfernung. One of the Union's most important members is a captain in the Knights? Das ist ein Hammer. Das ist echt ein Hammer. Der ist nicht nur ein Spion gewesen, der war schon immer ein Ritter oder was? Ich kann das gerade irgendwie nicht einordnen, weil... Warum war er am Anfang im Knast? Der hat doch Yuri per purem Zufall, oder auch nicht per purem Zufall, kennengelernt hinter Gitterzellen. Er wurde abgeholt von Alexei. Warum war er eingesperrt? Das macht doch keinen Sinn. The first time we met, I didn't think it was possible, but... Huh. So that's what was going on. Wait, but what about the dawn, Raven? So it wasn't just the Commandant. But you too. Why? Wie höflich, wer sieht's denn hier noch? Conversing with you is not one of my duties. Raven! We're in a bit of a hurry, so let us through. Wait, you're not really thinking of trying to stop us, are you? What the hell? Schwan Olterain, first captain of the Imperial Knights, ready to do battle. Das ist krass. Das ist einfach krass. Raven, why? I will tell you again. I am not Raven. I hate you. Many people hate me. You should be like that. Das sind auch extrem interessante Wortgefechte, die sich hier gerade liefern. Habt ihr mal zugehört? Wie er oft gesagt hat, I'm not Raven. Und viele Leute hassen mich. Also ich hatte mit allem gerechnet, aber das, nicht, dass das Raven jetzt hier... Was hat er gesagt? Erster Ritter? Erster Ritter der kaiserlichen Wache? Ich bin auch gerade irgendwie völlig raus. Ich kann das echt nicht sortieren gerade. Ich habe gerade so viele Gedanken und Fragen im Kopf zu Raven. Oh, in solchen Momenten bin ich froh, dass es bei mir keine Facecam gibt. Oh, da könnte man die Verzweiflung auch direkt sehen im Gesicht. So, was wollte ich denn jetzt machen? Analysieren. 148.000. Er hat keine Verteidigung. Art Mensch. Oder hat er eine gespaltene Persönlichkeit? Oder hat er einen Zwilling? Raven is not here, sagt er. There was something
Was zum Teufel quatscht er da gerade? Aber ich finde es gut, dass er zu uns immer kommt. Da kann ich mich nämlich schön auf die Heilung konzentrieren. Ah, ich bin nämlich schneller. Ich bin nämlich viel, viel schneller. Kann er ruhig auf uns losgestummt kommen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. So, dann übernehme ich doch mal hier die Heilung. Ja, gerne doch. Jetzt. Nice, wir haben getroffen, hoffentlich. Oh, ich bräuchte irgendeine Fähigkeit, wo ich auch vom Boden noch was machen kann. Wer da einen Tipp hat, ruhig mal reinschreiben. Oh, was hat er über dem mit? Ah, er ist benommen. Haben wir ein Schwein? Ich konnte gerade nicht erkennen, ob das unser Skill gewesen ist. Oh, er war ein bisschen an, fast 100. Was war denn das bitte? Was war denn das gerade? Was war denn das bitte gerade für eine extrem geile Attacke? Wieso macht denn das bei uns nicht? Hoi, aber wir haben ja coole Sachen bekommen. Wundergummi. Ich dachte gerade, ich kann's fürs Team machen, Mist. Ich wollte eine Teamheilung nehmen. Trank des Lebens. Das wollte ich nehmen gerade. Aber er hat abgelassen von uns. Er will irgendwas zaubern. Wie viel hat er noch? Oh, ich sehe es nicht. 50.000. Also ich will mich ja nicht verrückt machen lassen, indem ich permanent immer gucke, wie viele Lebenspunkte er noch hat, aber anders geht's hier nicht. Ich hätte blocken sollen. Ach, und er macht schon wieder Überlimit. Er wird noch einmal seine Artskill benutzen. Er macht es. Ich hoffe, er trifft nicht alle von uns. Nein, Patty ist gestorben, aber es hat Gott sei Dank nur sie erwischt. Also was heißt nur sie? Ich meine, ich traue um sie. Aber wir können sie ja heilen, also alles halb so wild. Warte, ich heile dich, Patty. Also ich würde sagen, aber es hätte schlechter laufen können. Er hat noch 25.000. War eine gute Entscheidung, hier nicht vorher noch so ein paar kurze Kämpfe zu machen. Also war für mich, war das so unterhaltsam. War eine gute Mischung aus. Naja, wir sind fast gestorben, haben wir aber trotzdem besiegt. Ich meine, schwer war es jetzt nicht. Aber was ist, wenn du wirklich keine Heil-Items nehmen durftest? Das wäre schon eine andere Marke hier. Kraftring. Und ein höheres Level. Ich meine, wir haben 9.000 Erfahrungspunkte bekommen. Wir hätten sonst 30 normale Gegner plätten müssen wie vorhin, um die gleichen Erfahrungspunkte zu kriegen. Na, jetzt bin ich gespannt, was er zu sagen hat. Ist es Raven?
Also, es ist auf jeden Fall Raven, aber warum? Wieso hat er so blöde gegrinst? Wollte er sich besiegen lassen oder was? Hey! What is that? I would have thought such a blow would be the end of me. Of this cursed body. Der ist verflucht. Also ist mit Raven doch irgendwas. Er wollte sich besiegen lassen. What the? Is that a Blastie on his chest? Wie geht denn das? It's his heart. Or rather, a Blastia that has taken its place. Ein Blastia, was seinen Platz eingenommen hat? Oh, das kann ich mir irgendwie gerade nicht so vorstellen. The original was lost 10 years ago. Das heißt, Raven ist gar nicht Raven. Das Blastia hat die Kontrolle über den Körper komplett erlangt, oder was? Das heißt, das ganze Reden, das ganze Handeln kommt vom Blastia? Das würde ja bedeuten, dass das Blastia einen eigenen Willen hat. Aber warum gerade da? Wurde er als Waffe eingesetzt, oder wie? I lost my life during that war. Er hat sein Leben verloren. But Alexei saw fit to give it back to me with this. It's hard to believe he'd go that far. Warum? Warum macht Alexei sowas? Hat er in ihn irgendeine besondere Fähigkeit gesehen, oder was? So that must be a Hermes Blastia as well. Why did Baul not notice it then? I would imagine that is because it isn't powered by air. By my own life force. Oh, das ist auch krass. A Blastia powered only by human vitality? No way. What was that? Oh no, we're trapped in here. Nanu? Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? That would be Alexei. He intends to bury you alive. Na hier, die Ente der Chaos ist doch auch reingeflogen. Es muss irgendwo oben noch so einen Punkt geben, wo wir rausfliegen könnten, wenn wir irgendwas zum Fliegen hätten, weil Baul ist bestimmt zu groß. Oder? But that's crazy. You're still in here. He couldn't pass up a chance to dispose of that sword, now that it's of no use to him. So he was using Estelle to lure Duke here. This guy's even more twisted than I thought. Hey, old man! This is no time to be standing around! Der wollte Duke herlocken? The end has finally arrived for me. You never intended to leave this place alive. Captain Schwan! Who said you just get to lay down and die right here? Even if all your travels with us were just some joke to you, are you trying to tell me your anger at the Dawn's death was just an act too? I thought the guilds never quit until the job was done. Wasn't that his dying wish? You go on living until the end. Man, you really can be a downer sometimes, you know that?
he really was one of us after all. Damn it! You idiot! Why'd that have to happen? Why? Look alive! We got a princess that needs rescuing! Now step to it! Come now. Let's go. Stuck with another job nobody much wants? It's nothing. We are actually in a hurry. The Heracles is gone! Just like Raven said, they must have left for Zophius already. Yuri Lowell, what are you doing here? Oh, na, die haben es noch gefehlt. And Captain Flynn too? LeBlanc? Even Tweedle A and Tweedle B are here. And what is a Tweedle? Out with it! Fools! This is not the time for nonsense! What wonderful timing, Captain Flynn! You didn't happen to see Captain Schwann, did you? Yeah. We haven't been able to get a hold of him since he went by himself to coordinate with His Excellency the Commandant. I honestly cannot understand what His Excellency is thinking lately. The Royal Guard won't tell us anything. We looked all over for him and we finally arrived here, but... Tja, na dann viel Spaß bei der Informationsweitergabe. Alexei is on his way to the capital, in Heracles. Ah, we've just missed him then. And what about Captain Schwann? Schwann saved us! Oh, did he now? So then he's aboard the Heracles as well? He's in the shrine, the deepest part. What? Wait, you... No, this is not happening. It can't be. What is the meaning of this? Captain Flynn, answer me! Captain Flynn! We almost died thanks to Alexei. The only reason we're standing here now is because of your captain! That man was a true knight. Alexei apparently has some sort of secret plan for the Empire, and it can't be good. We're going to make sure he doesn't get the chance to carry it out. If you are any kind of knights at all, you won't stand in our way. But how? How could it have come to this? If we don't hurry, the Heracles is going to get away! Let's hurry. I'll call Baul. Stimmt, mit Baul müssten wir doch sehr schnell die einholen können. I'll save Estelle next time. I swear it. I couldn't stand seeing her hurt more than she already has been. Rita. It's Estelle who's suffering. So then why do I hurt so much too? We'll get her next time. Yeah, we'll save her. I've had enough of seeing her used as Alexei's puppet. Oh, das war heute auch wieder so eine krasse Folge einfach. Ich meine, warum Raven und... Ich habe jetzt echt gedacht, okay, cool, dann besinnt er sich wieder eines Besseren und wird sich uns anschließen, aber nein, das Spiel lässt ihn vor unseren Augen echt im Schrein sterben. Wir haben hier echt einen spielbaren Charakter gerade verloren. Und dann noch einen coolen Charakter. Ich meine, Raven war cool. Das muss ich sacken lassen. Ich meine, wir haben jetzt eh Folgenende erreicht und... Oh, dieses Spiel. Also das ist nervenzerreißend. Anders kann ich es nicht sagen. Also ich sag erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, bis zum nächsten Part. Macht's gut.